Am Sonntagabend gegen 22 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer auf der A61 in Fahrtrichtung Speyer einen LKW, der äußerst langsam fuhr. Der Fahrer des LKW fuhr zudem in extremen Schlangenlinien, bis er schließlich von der Fahrbahn abkam und am Fahrbahnrand der L722 zum Stehen kam. Als die Polizei eingetroffen war, stellten sie bei der Kontaktaufnahme mit dem 48-jährigen Fahrer einen starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,08 Promille, daher wurde dem LKW-Fahrer auf dem Polizeirevier eine Blutprobe entnommen. Aufgrund seines alkoholisierten Zustands wurde der Fahrer zunehmend aggressiv, sodass er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste, um auszunüchtern. Da der Sattelzug in Schräglage geraten war und somit eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellte, wurde er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Der 48-jährige Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Verantwortung gezogen.